Esel, der geht wie ein Flugzeug. Ja. Ich habe ihn heute mal ein bisschen 2600 Meter. Oi, oi, oi. Müssen wir eine extra Rennen für ausschreiben. Die bin ich gerade gelaufen. Das Nienhausen Rennen schreiben wir denn nicht heute aus, Digga. Nienhausen Rennen, 3000 Meter. Machen wir Nienhausen Rennen. Da bringen wir sie natürlich. Die letzte Trainingsfahrt heute an seinem Geburtstag. Ja, genau. Bei Heinz Kuhsträter. Mit dem Pferd. Weit Fröhlich. Die letzte Feier haben wir gemacht. Die letzte. Weit Fröhlich, das ist deiner, ne? Ach so, ja. Wollte sagen, Name kommt mir bekannt vor. Er hat doch schon zwei Siege gemacht. Ja, ja. Aber heute fällt mir das sehr gut. Ich habe mir auch ein bisschen frisch gemacht. Verstehst du? 3000 Meter, 3600 Meter gefahren. Und der Hund boostet nicht. Der strengt sich noch nicht an. Ja. Der springt sich nicht an. Der hat noch Leistungspotenzial. Gut, jetzt habe ich fast zwei Bahnen langsam gefahren. Ne? Ich dachte, dass ich das verpustet. Aber ich hatte hier eine Schlange erwartet, Heinz. Gratulationsschlange für dein Geburtstag. Ja, die sind doch alle am Arbeiten. Ja. Was willst du denn machen? Der Baum kann auch nicht extra kommen, weil er so viel Pferde hat. Ja, ja. Meine Tochter Inka ist am Arbeiten, die Anna hat ein Kind. So, was will ich denn noch mehr? Jo. Der Hansi, der war noch nicht hier. Die Bärbel ist sonst auch immer hier. Sie ist auch am Arbeiten. Ja, wollte ich doch sagen. Der Stall war zwar auf, als ich da vorhin vorbeigefahren bin. Was? Der Stall war auf beim Hansi. Ja, der kommt doch bald noch. Ja. Also. Der hat vorhin schon geschrien. Der hat vorhin schon gerufen. Also. Aber kannst du nicht verlangen. Da draußen sitzen auch noch zwei Invaliden. Ja, aber ich bin kein Invalide. Was für ein Ding? Ich bin kein Invalide. Du bist ein guter Rentner. Ja, eben. Hör auf! Nur du pustest, ne? Es tut noch nicht das, was er kann, aber jetzt war 3600 Meter. Na gut, jetzt habe ich fast zwei Bahnen langsam gefahren. Aber ich bin ja vor Fuß. Jo. Ja.
Ja, ein bisschen warm ist er ja geworden, er dampft ja. Dass das nicht alles mehr so geht wie früher, ist mal klar. Ne? Jo. Trotzdem. Kann ich mich noch bewegen, ab und zu wackeln mal die Beine. Ja. Ich wackle aber manchmal auch schon, Heinz. Ja? Ja, das ist irgendwie Gleichgewicht. Ja, das habe ich ja schon vor 50 Jahren gehabt mit meinem Rücken. Ja? Da wollten sie mich ja mal operieren. Da habe ich aber nicht gemacht. Und dann ging es aber, da habe ich einen Mann getroffen, in Gelsenkirchen durch einen Bekannten. Der hat mich dahin geschickt. Da war ein Ausländer. Und der hat mir ein paar Mal gespritzt. Also. Und da habe ich jahrelang hatte ich nichts. Jetzt ab und zu kommt das schon. Da haben ja auch sehr viele junge Leute leiden ja drunter. Aber ich sage immer, die sollen ein bisschen Sport machen und ein paar Übungen für das Kreuz. Ich mache ja auch heutzutage noch immer Übungen für meinen Rücken, um die Muskulatur hinten zu stärken. Ich habe keine Probleme groß. Obwohl mein Orthopäde, als ich so ungefähr 20 war, gesagt hat, wenn du 35 wirst, tust du mir leid. Was ein Ding. Jo. Das sind kurze Gespräche während der Pflege des Pferdes nach dem Training. Und das Ganze nennt sich jetzt nach dem Training, Heinz? Jetzt? Ja. Jetzt muss er wieder normal atmen und dass er trocken wird, dass er sich nicht erkältet. Hat das speziellen Namen, wenn man jetzt sagt, man duscht ihn ab und reibt ihm ab, zieht das Wasser ab? Nö. Nö, ne? Nur Pflege. Ja, und dich pflegt keiner, ne, Heinz? Ne, das ist ja die Scheiße. Das musst du selbst machen. Ja. Gestern war für mich ein langer, trauriger Tag. Ui. Ja, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist. Ach so, ja. Ja, Sonntag. Bist alleine. Ja, Sonntag, ja. Der kleine Hund habe ich nicht mehr. Ey! Ja, der ist ja schon 3 Monate tot. Oh. Ist ja bei mir auf der Couch eingeschlafen. Oh!
Ich sag, komm, Hüppi, wir hauen ab. Jo. Der steht ja gar nicht mehr auf. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja. Dann müsste sie dich aber schon eingefahren sein, dass er nicht mehr hier. Ja, ich war ja auch nicht, lange nicht hier. Ja, ja. Ich war jetzt nur bei den beiden letzten Renntagen hier. So, und damit ist die Pflege beendet. Du hast dich letztes Mal noch beschwert, dass ich nicht gekommen bin. Ja. Da war aber irgendwie mal dabei. Da war ich, glaube ich, in Urlaub. Da kam jemand dazwischen. Im Alter kommt noch was dazwischen. Ach, ich hab jetzt mehr Termine als vorher. Ja. Der Kalender ist voll. Und ich sage immer, ich bin der einzigste Rentner in Deutschland, der Zeit hat. Ja, da ist er. Ich weiß noch keine Zeit. Ja, so ist es. Termine. Ja, Arzttermine, ne? Ach, ne. Einmal im Vierteljahr Blut abnehmen. Ja, ja. Ich will jetzt wieder sagen, wir müssen mal wieder Fahrrad fahren und müssen mal wieder das machen. Ja, ich sage schon wieder ein Jahr rum. Ne, sagt sie zwei. Also, ja. Und hinten macht sie auch mal wieder. Den Check. Ja, ja. Den Check. Oh, ja, und das ist schon was. Da rechts hängt den Heinz seine Gratulationsurkunde. Hast du noch nie gesehen? Ja. Was hat er gesagt? Eigentlich Schluss. Nein, um 1 Uhr heute Nacht. Zwei trinke ich auch noch. Ja. Dann ist für mich. Haben die eine andere Pulle, oder? Ja, die ist weniger drin. Ach, guck mal. Ist auch wieder ein Tannenbaum oder was? Ja. Jo. Aber da ist jetzt 0,5 Liter und andermal 0,7 drin. 0,7, ne? Ja, Weihnachten ist ja nicht mehr lang, ne? Deswegen ja, hat er schon einen Tannenbaum. 0,5. Muss aufpassen, sonst kriegen wir alle nichts mehr. Ja. Heinz, jetzt erklär mal kurz, sind das beide Kampfgefährten hier oder? Der Gerd, der war mal 10 Jahre bei mir beschäftigt. Hey. Und wir beide, da war ich gerade, fing ich an, selbstständig zu werden. Seit 55, Gerd. Der war 55, da kam 40. Er immer, hat mir mitgeholfen. Also. Als Köttel. Zwischendurch. Ja. Dann erwähnen mal beide Namen, richtig. Der kann ja doch selber. Sag mal. Heinz Tappe. T. Kappel. T. Tappel. Tappi. Ui, ui, ui. Wieder ist er T und Appe. Ja. Großes T. Und Appe. Der zweite Spannmann? Das ist der Gerd Henneberg. Gerd Henneberg. Ja, Jungs, kommt er ins Fernsehen? Guck mal im Fernsehen. Ja. Ich war ja schon mal. Du warst ja schon ein paar.